Der Spekon gilt an Unternehmen von Herrn Yegi. Sayın Bakan, bunu biliyorum, bugünkü ziyaretiniz burada Spekon'a, özellikle Sayın birinci planda Sayın Şenol Yeğen'e planlanmış durumda. Das ist sicherlich ein großes Ereignis für Herrn Yegi und Ihr Besuch ist ebenso ein Ereignis für uns. Bu ziyaretiniz gerek Sayın Şenol Yeğen için ve bizim için çok büyük bir anı olarak kalacak ve büyük onur meselesi. Ich würde mich freuen, wenn Sie in die Türkei zurückkommen, wenn Sie Ihre Landsleute ermuntern könnten, wie Herr Yeğen den Schritt in dieses doch sehr entwicklungsfreudige Land zu wagen. Türkiye gözünüzde eğer vatandaşlarınıza cesaret verirseniz ve Sayın Şenol Yeğen'den bahsederseniz ve onun başarısından bahsederseniz çok mutlu olacağız. Wünsche Ihnen einen noch schönen Tag in dieser Gegend, in diesem Land und eine gesunde Rückkehr in die Türkei. Bu eyalette size iyi günler, iyi zaman geçirmenizi diliyorum ve Türkiye'ye sağlıklı bir şekilde dönmenizi diliyorum. Herzlichen Dank. Teşekkür ederim. Ihnen einen Einblick in die Produktion und in die ganze Vorbereitung dieser Produktion bei Spekon bieten. Nur das Spekon verlassen, dass Sie sehen, woran ich aktuell retten. Okay. Die Spekon selber ist eingebunden in die Yeğen Group. Ich darf Ihnen hier mal unsere Hauptproduktgruppen zeigen, die wir bei Spekon haben. Der nächste Part, was Sie hier sehen, das sind die technischen Textilien, wie wir sie bezeichnen. Technik, Textil alanında yaptığımız diğer ürünler. Uyku durumu mu? Uyku durumu. Askeri bir ürünler.
Ein wichtiger Part, was wir seit kurzem begonnen haben, sind Isolierungen, die Kälteisolierungen für Airbusse, das ist also die Isolierung zwischen Außen- und Innenraum. Die erste Besonderheit ist, es ist möglich, mit diesem Fallschirm in extremen Situationen auf 60 Meter Höhe zu springen. Bu paraşütün özelliği de çok olağanüstü durumlarda 60 metrelik bir yükseklikten dahi atlanabilmesi. Die zweite Besonderheit ist, İkinci özelliği, kann mit diesem Fallschirm gefahrlose Landungen durchführen bei Bodenwindgeschwindigkeiten von 10 bis 12 Meter pro Sekunde. Sehen diese innere Hülle. Gördüğünüz gibi luftdicht verschlossen. Es ist ein Luftgerät. Luft hier innen, in einer bestimmten relativen Luftfeuchtigkeit, die so niedrig ist, dass das Material nicht verrotten kann. Oder Es gibt schon sehr ominöse Geschichten. Vor Angst hat bestimmt noch jemand vergessen. Wenn er aus dem Absturz in dem Flugzeug. Aber es passiert schon, dass irgendwo. Das wird schon schwierig sein, aber.